Brauchst gar nicht so weit reinstoßen hier. Also trotzdem so weit rein, damit ich drehen kann direkt, ne? Naja, ja, das ist okay. Reicht aber schon, ne? Ich stehe schief. Scheiße. Mal die Kamera im Kran. Noch ein bisschen fummelig. Aus der Perspektive total verschätzt. Hat ja keiner gesehen. Hat keiner gesehen. War das am dümmsten? Na dann, nee. Seil ab. Packen wir es dann noch drauf. Seil ab, Seil ab. Ach Seil klar, ab. Stopp. Komm. Sehr schöne Verladung. Wir bleiben mal hier stehen. Vielleicht müssen wir noch mehr von den Olam-Kollektoren holen. Dann steig ich mal in den großen Kran. Gott, der ist ja wirklich von der Kamera her so. Ach, da war gleich noch Material mit bei, was wir noch gar nicht jetzt gebraucht haben. Okay, verstehe. Ich verstehe. Ich hab schon mal alles eingekauft. Ja. Ja, gut, dass Sonnenkollektoren nicht so zerbrechlich sind. Da kann man ruhig mal irgendwo gegenknallen mit. Ja, doch, der Kran ist ein ganzes Ende größer. Aha. Hab ich's. Sonne blendet. Kann die Perspektive so schlecht abschätzen gerade. Oh. Oh. Oh, hier quietschen aber die Reifen irgendwo. Die Bremsen. Alter Schwede. Da ist er. Zack. Brauchst du eine Pause oder ziehen wir durch? Tja, Sascha? Ja, ja. Also ich brauche keine Pause. Okay. Wie viele Kollektoren sind in einem Paket? Es werden bestimmt gleich 2 Millionen sein, die wir hier aus einzeln noch verladen Toste. Dürfen dann. Ich schätze mal 6 oder so, ne? Wird gar nicht reichen. Also das sind 15 pro Paket. Oh. Paket. Ne, du hast 15 Sonnenkollektoren pro Paket. Boah, 60. Wenn du auf Hardcore gestellt hast, dürfen wir auch, darfst du alle 60 Sonnenkollektoren aufbauen. Ja, mal gucken. Sind das 15 oder sind das 5? Weil im Nahbereich sieht das aus wie 15. Hm. Oh, Graben ausheben. Wer hat denn da die Betonpumpe so bescheuert bestellt?
Das ist also unglaublich. schlimm, sowas. So. Okay. Hast du richtig rumhingestellt, das Ding. So ein Spaten wäre nicht schlecht. Was kommt danach? Grabenaushub, Grabenaushub, Grabenaushub. Okay, dann hole ich mal noch den zweiten Bagger. Ich glaube, wir dürfen das jetzt viermal machen. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, das ist jetzt hier die Firma Graben aussucht. Jeder Graben zählt gerade eins. Oh, du hast recht. Da steht links so. Ja. Na warte, aber dann gucke ich mal. Ja, stimmt. Streifenfundament auspacken. Okay. Das kommt nachher trotzdem noch mindestens. Ah, wir müssen es trotzdem insgesamt viermal machen. Aber so peu à peu. Okay. Aber dann brauchen wir den Bagger, glaube ich, nicht. Das kriegst du so schnell hin, wa? Oder? Ja. Ah, guck mal. Ja, guck mal. Dann lassen wir den hier. So, was brauchen wir denn noch nachher? Leichtes Bauwerk. Bauvorbereitung. Fundamentaushub. Kieslieferung und Kiesverdichtung. Plattenfundament, Erdgeschoss. Ach, so ein Häuschen bauen wir noch dazu. Dingelwand. Okay, und Parkplatz noch dazu bauen. Ach, du grüne Neune. Aber nur mit Kies, ohne Asphalt. Ja, okay, dann brauchen wir einfach nur Kies. Wo haben wir jetzt die großen LKWs zu stehen? Wo sind denn hier die Schüttgutdinger? Hä? Da unten. Und ab. Oh, Meilenstein-Level. Jetzt kriege ich Kies günstiger. Das sieht gerade recht interessant aus. Ah, ich sehe gerade, sehe dich gerade nicht. Ich komme. Zu spät. Bin schon auf meiner, von meiner Position weggerollt. Okay. Aber mit dem großen Kieskipper habe ich mir schon mal auf die Seite gepackt. Warum machst du denn sowas?
Und ich kann fahren. Das ist gut. Warum verliere ich so viel von dem Zeug? Ist ein bisschen schneller unterwegs. Total undicht, das Teil. Das Cockpit sieht ein bisschen sehr simpel aus. Keine Autopilot drin, nischt, kein Navi. Ach, geht gerade um Flying Simulator. Nö, ich bin ja gerade im Cockpit vom Keystruck, ja, aber der hat auch nichts drin, kein GPS. Welchen hast du denn da? Den Dose diese an. Knicklenker? Ja. Den Knicklenker. Mhm. Ja, die sind wirklich, witzigerweise wirklich so minimalistisch. Echt? Ja. Die Dinger dürfen wir eigentlich gar nicht auf der öffentlichen Straße fahren. Was? Das sind Baustellenfahrzeuge. Ja, in Deutschland, in Amiland dürfen die garantiert fahren. Die Amis haben sich doch glaube ich nicht so. Oh, bei mir ruckelt es jetzt ein bisschen. Ah, ich habe gut 10% der Ladung schon verloren, ey. Ist echt krass. Solltest du dir. Oh, ich habe jetzt gerade totalen FPS-Einbrüche. Versuche mal ein bisschen querfeld einzufahren, um abzukürzen. Oh, da ist ein Hammer. Das ist ein Sammelobjekt. Zack. Hier ist eine Leitplanke. Das ist jetzt ungünstig. Hä? Ey, es kleckert hier raus. Mann, 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 Mann. Ich weiß ja auch eigentlich, wer schuld ist, aber. Ne? So, was machen die Graham? Du bist gleich fertig, das ist sehr schön. Da ist ein Zaun. Ah, sehr schön. Kommst du da durch? Achso, du willst da. Ah, abladen.
reicht noch nicht. Jetzt Streifenfundament gießen. So, das machen wir jetzt aber am besten mit der Pumpe. Ja, da komme ich mit der Beton wahrscheinlich hin. Ich stelle mich hier hin, ja, genau. Weil wir müssen daneben garantiert auch nochmal bauen. Also es sieht wirklich so aus, als ob wir das Ganze jetzt viermal machen müssen. Verlenkt. Ach so, da darfst du ja wieder nicht im Weg stehen hier. Passt das, passt das, passt das? Das sieht gut aus. Klappe auf. Deine Pumpe sollte vor. Passt. Nur noch treffen. Eine Kamera ordentlich einstellen. So. So, daraufhin mache ich mir mein Döschen auf. Mach das. Nicht zu nüchtern werden hier, ui, sonst läuft das nicht so. Einmal bei den Vielstädter Gedeck. Zwei Bier, zwei Korn, zwei Jägermeister. Der Arbeitstag kann beginnen. Oh. Ja, ich muss heute noch fahren, scheiße. Mir ist gerade der Sound weg. Ich glaube, meine Kopfhörer sind ausgegangen. Geht doch gar nicht. Sekunde, liebe Leute. Das ist ja blöd. Nee. Warum ist denn jetzt für mich selbst mein Sound weg? Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. So, mal einmal testen. Ja, das ist jetzt irgendwie. Da muss ich mal auf Fehlersuche gehen, Leute. Kommt Sound noch im Stream an? Kommt da noch was durch? Will mal schreiben. Ah, okay, danke. Ja, ich habe jetzt hier gerade bei mir irgendwie Problemchen. Technisches Problemchen. Muss ich mal ganz kurz den Pausebildschirm aufrufen, glaube ich. Und mal was checken, Leute. Weil ist ja nicht schön. Es liegt nicht an den Kopfhörern.
Ja, wo könnte es jetzt dran liegen? Okay, es sind doch die Kopfhörer. Dann muss ich mal kurz ohne Kopfhörer spielen, muss ich leiser machen. Kopfhörer haben sich gerade verabschiedet. Also hörst du uns jetzt wieder? Ja, ich habe jetzt die Boxen angemacht. Jetzt höre ich über Boxen. Dann muss ich aber das leiser machen. Sonst gibt's hier Feedback. Ist nicht so schön. Ich muss mal das USB-Ding neu starten, das kann auch sein. Die Kopfhörer. Schön AirPods. Eigentlich voll aufgeladen. So, nochmal verbinden. Ein Versuch noch. Mal. Eigentlich findet er die auch. Ha! Es geht wieder! Es geht wieder. So. Okay, geht weiter. Zack, zack, zack. Ach, das war schön. Ach, das Ding jetzt wieder so dicht dran zu holen. Das ist das, was immer nicht so richtig geht. Man kann das Ding halt nicht zurück wieder so einfahren, wie es eigentlich mal. Shit. Es ist wieder das. Wieder das gleiche Problem. Wie immer. Ja, wie immer. War nämlich auch zu hoch hier. Das muss ja eigentlich. Eigentlich, wenn man das, ne, zurückdrückt. Ah, es scheint doch zu gehen jetzt. Okay. Ja, wegen 2%, das war so klar. Naja, was erwartest du denn? Ja. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Na, wer hat das gesagt? Wer kennt das noch? Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Zu welchem Film? Liebe Leute. Gehört er zum. Ist der meiner Altersklasse? Ja, der ist sehr alt. Deutscher Film. Glaube ich, kaum einen erkennen noch. Fertig!
Baumaterialien auspacken. Okay. Versuchen wir das Ding erstmal wieder einzufahren. Ja, wir müssen wirklich alle Sonnenkollektoren. Ah ne, jetzt stehe ich im Weg mit dem Dingensbummens. Bist du ein Kran? Oder soll ich? Hey, geh du mal einen Kran. Man müsste jetzt schon den nächsten Schritt aktivieren können, das wäre cool, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, richtig. Kennt das keine Sau mehr, ja, also. Ach Mensch. Uralt. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ach, du willst hier mithelfen. Ich verstehe. Ich verstehe, dann mache ich das mal weiter hinten. Muss ja nicht alles alleine machen, ne? Ja. Oh, das bestand. Sonnenkollektor mit dem Bagger setzen. Oh, Sonnenkollektor mit dem Bagger legen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, auch ziemlich Schaden angerichtet. Gerade ich bin voll reingecrashed in deinen Kollektor. Das ist wieder bei Gabriel nicht da. Er ist trotzdem immer schuld. Es ist unglaublich. Ja, wenn man, also ich glaube, ich werde das jetzt immer so sonnabends. Also sonnabends 19 Uhr wird, denke ich mal, meine Bausim-Simulator-Zeit werden. Da kannst du ja auch öfter, ne? Also Wochenende ist für dich gar nicht so das Problem. Ja, ja. Ja. Nee, da bin ich eigentlich immer da. Wohl jetzt die nächsten 10 Wochen wird es bei mir samstags eng, weil da haben wir bei World of Warships Clan-Gefechte. Ach so. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht verschiebe ich das halt nochmal. Ja, der ist älter als verfluchtes Amsterdam, richtig. Denk dran, ich bin. Deswegen, dann kann ich ihn, glaube ich, auch gar nicht kennen. Naja, aber so viel jünger bist du ja auch nicht. Und ich sag mal, Otto, der Film zum Beispiel, bin der kommt nicht. Ja auch ständig irgendwo. Otto, den Film kennst du doch bestimmt, oder? Nein. Echt nicht? Okay. Nein. Das könnte aber daran liegen, weil ich ihn einfach nie geguckt habe. Ja. Du weißt noch, wie alt ich bin? Nur ein ganzes Ende jünger als ich, ja. Mhm. Ist nicht zu viel verraten hier. Aber Otto kennst du. Den Komedianten hier, den Komiker. Oder nicht? Sascha? Was? Aber Otto an sich kennst du, den Komiker. Ja, den kenne ich. Ja. Mit seinen Ottifanten und. Ja. 7 Zwerge Männer in dem Wald und so was, ja. Ah, guck mal, jetzt hast du dir schön vorhin den Haufen da angeschaufelt, wo du jetzt wegmachen musst. Das ist ein bisschen blöd, ne? Klappe. So, warte mal, ich hole mal trotzdem noch den zweiten Bagger, sonst machen wir uns hier dumm und dusselig. Es gibt auch gerade nichts anderes zu tun. Steuerung. Zack, zack. Ja, Otto war, ne? Sein Humor ist nicht jedermanns Sache, aber bestimmte Sachen waren echt gut gemacht. Z-
Zack. Also ich mag schwarzen Humor. Ich mag verschiedene Humorarten. Am liebsten eigentlich den ganz trockenen, wo man fast gar nicht sicher ist, ob es Humor ist oder nicht. So, Schnellreise. Oh, mein Onkel. Was ist der bei? Dein Onkel? Ja, der. Bei dem sitzt du doch meistens und so. Meint er das jetzt ernst oder ist das jetzt ein Scherz von ihm? Sascha, aber trotzdem nur noch ungefähr eine halbe Stunde, ne? Also 21 Uhr ist dann Schluss, also 2 Stunden am Stück Bausimulator reicht mir dann auch erstmal. Ja. Oh, jetzt haben sie hier aber die Dinger auch schon abgelegt. Das ist jetzt echt. Aha, weiß jetzt, warum meine Erde. Ja, soll ich einen Kipper holen, dass du das in den Kipper reinmachst? Da ist jetzt Kies drin. Ja, weil hier drüben brauchst du auch nicht abladen. Da müssen wir es auch wieder wegmachen. Glaube ich. Am besten ist es. Richtig, hier wirklich auf den Rasen abzuladen. Also außerhalb der Baustelle irgendwie. Ja, aber wie, ne? Mhm. Ja, wie? Pass auf, du schaufelst dahin und ich nehme den. Und ich hau den Berg rüber. Machen wir mal kurz anders. Ja, du holst einen Radlader, ne? Fang du. Genau. Ja, die Idee ist der gar nicht so blöd. Der kriegt ja, den Berg noch ein bisschen schneller weg. Auf dem Rasen müsste es eigentlich verschwinden. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ich verbaue dir, glaube ich, gerade deinen Weg, ne? Ah, ist auch blöd. Warte mal, ich mach meine. Alles gut. Spur ist mal zu Ende hier. Ne, mach mal. Ja, wer kennt denn noch Samstag-Nacht-Show hier mit Wiegald Boning und Mirko Nonchev und sowas. Sind da Leute bei, die alt genug sind? Auch keiner bei. Alles junge Leute hier. Naja. Ja, das heißt aber auch eigentlich, dass ich schon wirklich alt bin. Ja, Samstagnacht war gut gewesen. Es hat später dann auch irgendwann nachgelassen oder so, aber so das originale Samstagnacht noch. Das war durchaus. Nee, Rudi Carrell. Der war, glaube ich, bei der anderen. Also es gab ja die RTL Comedy Quatsch und ich glaube, Rudi Carrell war aber bei den Sat1-Shows. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es kann sein, dass er vielleicht mal als Stargast dabei war oder so. Ich kenne das noch mit hier. Oh, wie hieß er denn? Lück? Anke Engelke? Nonchef, Boning, Olli Dietrich,
So die Ära kenne ich. Von Samstagnacht. Ja, 7 Tage, 7 Köpfe gab es auch, das war ein bisschen später dann, glaube ich, genau. Ach so, du machst das schon wieder komplett mit dem Radlader, ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ich will mal gucken, ob ich den ja noch rausbekomme, bevor wir den hier einbauen, irgendwie. Genau, Wochenshow. Das war, glaube ich, Sat.1 und Samstagnacht war RTL. Die Bausum-Show. Aber wir brauchen noch 2 Leute. Zu viert macht das noch mehr Spaß und zu viert kann man sich auch viel besser gegenseitig ankeksen. Gabriel fehlt heute ein bisschen. Ich hoffe, er hat wenigstens ein schlechtes Gewissen. Unglaublich, dass die Freundin wichtiger ist, ja. Das kann man gar nicht verstehen. Was? Na, Freunde? Wegen seiner Freundin? Tschüss! Das ist eigentlich nicht zu vertreten. Unverantwortlich sowas. Ja. Also irgendeiner parkt seine Geräte hier auch immer so richtig kacke ab. Werd wohl ich gewesen sein schon wieder, ja. Nein, ja. Vielleicht spielen die auch beide Bausim und wollen einfach nur alleine Bausim spielen. Genau, das kann durchaus sein. Wir wollen ja keine schweinischen Witze machen hier, ne? Wie Rohre verlegen und sowas. Sowas gehört sich ja einfach nicht. Oh, komm hier vorbei. Rein in die Tür. So. Oh ne, jetzt stehen die beiden da drüben im Weg. Die Pumpe? Ach, ist ja auch blöd. Ich weiß, was an der Pumpe im Weg steht. Na, die Stützen, ne? Wow. So ein bisschen. Das Röhrchen. Ah, das hängt drüber. Das Röhrchen hängt genau. Drüber. Das kann sein. Ja, ich würde es ihm gerne vom Lohn abziehen, aber er kriegt keinen Lohn. Ich sage ihm immer nur, dass er was kriegt, aber er kriegt eigentlich nichts. Kann man auch nicht mehr abziehen von. Wie gut, dass du gerade nicht gesehen hast, wie der Radlader hier gerade weggedriftet ist. Ja, aber ich habe gesehen, dass du gegen den Betonmischer gefahren bist. Nee, gegen den Zaun. Betonmischer habe ich nicht berührt. Ach so, okay, das sah von hier so aus wie der Betonmischer. Ja, aber wenn du mit dem Ding bei Vollgas um eine Kurve gehst. So, einklappen. Nein, das war verkehrt. Komm, jawohl! War ein bisschen zu weit, ne?
Ja, schön. Auto kaputt gemacht. Welches Auto? Du hast ja gerade das Gummi, du hast ja gerade deinen dicken Schlauch da auf den Kopf, auf die Kabine geworfen. Ja, okay, das, ja. Also noch Gummi. Also was ich dir anbieten kann, ist nächste Woche oder nächste Woche dann Samstag, dann ich sag mal um 17 Uhr starten willst. 2 Stunden von 17 bis 19. 17 Uhr ist auch okay für mich. Mach mal 17 Uhr nächste Woche. Ja, weil unsere Clan-Gefechte gehen von 19 bis 23 Uhr. Ja, wir können auch 16:30 anfangen, dann hast du noch mal eine halbe Stunde Zeit zwischendurch Bier nachzutanken. Ach, oder irgendwas. Mache ich ja eh nicht, also davon mal ganz ab. Ja, mal gucken. Ich guck mal, wie Gabriel kann nächste Woche. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen vierten oder so und dann können wir durchaus 16:30 schon anfangen oder so. Oh! Moment. Beton ist alle! The Beton ist alle, lieber Sascha. Jetzt ist wieder an. Sehr schön. Naja, überleg mal, mit wem du hier redest. Ja, Entschuldigung. Denke dran, du hast mir beim letzten Mal hast du mir die BMX-Strecke alleine überlassen. Und sie ist geworden. Ja, die ist auch gut geworden. Obwohl ich immer noch drüber hinwegkomme, wie das da war mit der Walze darüber zu eiern, ey. Ja, das sah mir so komisch aus. Walze immer eine BMX-Strecke. Nein. Du kannst schon auspacken. Eine Stelle. Das muss ich sowieso, glaube ich, einfahren nachher. Und umsetzen. So. Die nächsten Klolektoren. So, ich hole mir meinen Bagger wieder. Mit verlegen. Mach das, dann mache ich die weiter hinten. Falls es jemand nicht mitgekriegt hat, morgen Abend machen wir ganz kurz einen Hubschrauber-Stream. Mal die Frachtvarianten testen, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und Gruppenflüge können wir halt erst wirklich anfangen, wenn wir alle im SU11 sind. Sonst sind wir nicht auf denselben Servern. Deshalb werden wir Gruppenflüge dann erst, ich denke mal, nächstes Wochenende starten durchaus. Am Sonntag mal ein, mal gucken. Vielleicht mit irgendeinem Flugzeug aus dem Freitag-Update dann. Und nächste Woche Freitag kommt ja die Edition raus hier. Die 40 Jahre Edition im Flusi. Und da haben wir dann nochmal wieder ein paar neue Materialien zum Fliegen. Bin gespannt, ob der A310 wirklich Study Level wird oder so. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Aber das wird interessant, wie der wirklich wird. Call of Duty hast du nicht, Sascha, ne? Nö. Okay. Die alten, die habe ich noch, ja. Okay. Bei mir hört es beim Modern Warfare 2 auf. Beim alten Modern Warfare 2, okay. Weil das neue ist jetzt auch wieder Modern Warfare 2. Ja. Aber der aktuelle Call of Duty Teil ist wirklich gut geworden. Im Vergleich zu den teilweise schlechten älteren.
kann ja mit Ghost Recon Breakpoint und sowas kann ich hier dienen, ja. Oh, das hatte ich auch noch, aber das war mir dann irgendwann einfach zu viel mit den Drohnen. Wenn die ollen Drohnen nicht wären, ja, also die Robotergegner, ne, in Breakpoint. Ja. Dann hätte ich das auch länger gespielt, aber es war mir irgendwann zu futuristisch. Da war Wildlands irgendwie ein bisschen besser. Vom Setting her. Kann ich ja auch mit dienen. Ja. Wenn du ja so ein großer Freund von... Nanu? Mir fehlt eine Solarplatte. Nee, also ist zu sehen. Bei mir ist es zu sehen. Dann lass mich. Ist bei dir weg, ja? Ich beweg mich wieder runter von der Baustelle. Nee, du kannst, glaube ich, jetzt gleich weiter baggern hier. Wir müssen nur gucken, welche Gräben jetzt kommen. Das Ganze müssen wir jetzt noch auf der anderen Seite machen. Glaube ich nicht mal. Doch, also laut Auftrag kommt jetzt das Ganze noch zweimal. Ja. Jetzt müssen wir wieder Sonnenkollektoren erstmal aufladen. Hatten wir die schon hier? Ja, du hattest alles geholt, ne? Wo ist denn das Zeug? Sind die noch nicht hier, ne? Oder liegen die, sind das die, ne? Ne. Die vier Pakete haben wir vorhin geholt, die müssen wir jetzt wiederholen. Ach, die stehen dann wieder bestimmt am Dings rum. Genau. Es sei denn, du willst sie wieder liefern lassen. Ich gucke mal schnell. Ne, es geht nicht. Ich glaube, wir müssen die aufladen. Ich weiß nicht, warum die vorhin da plötzlich gebackert haben. Laut dir mal, meinst du Call of Duty den neuen, ob der sich lohnt? Spielst du darauf an? Ja, kannst du bitte mit dem Anhänger kommen, Sascha? Wir müssen die wieder aufladen hier. Ja, ich bin auf dem Weg. Jo. Womit ich auch noch dienen kann, ist mit Armor. Armor 3. Ja, da bin ich nie mit warm geworden. Kritik ist auch, also find's bei jedem Spiel viele Leute, die Kritik irgendwie üben, aber ich finde, dass der Multiplayer-Part wieder richtig gut geworden ist diesmal. Zumindest für mich als Casual-Spieler, ja, macht das doch richtig gut Spaß, Call of Duty. Und die Kampagne ist auch mega geil geworden. Finde ich also eine richtig spannende, filmreife Kampagne. Oh, ey, was mach ich denn hier? Also mit dem Kran komme ich nicht so gut klar. Echt nicht? Nee. Gut, das könnte mir daran liegen, dass ich es gewohnt bin, mit den echten Dingern zu arbeiten. Genau daran kriegen. Hier irgendwo rein. Wenn du das Video bei dir hier irgendwo auf dem Discord schmeißen willst, ne, was ich dir geschickt habe, kannst du das auch gerne tun. Weiß ich gar nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob ich Videos, die du mir schickst, weiter verlinken kann. Wir haben ja auf dem Discord auch einen Kanal für Bilder und so eine Geschichte. Da kannst du auch mal ein kleines Video reinhauen. Von dem dicken, fetten Bagger-Kran, meine ich. Ja, dann machen wir das mal eben. Ich habe ja die Zeit dazu. Ja. Oh.
zum Glück versichert. So. Einfach unter Bilder mit reinschmeißen oder was? Ja, das war da unten. Ich weiß gar nicht, ob der Kanal Bilder heißt. Wenn er Bilder heißt, kannst du es da reinhauen. Kurz Short-Video. Ist okay. Ja. Video-News? Ja, dann hast du irgendwann Hardware. Ja, es muss relativ weit unten sein. Ich bin ja, zu gut. Über den... Nein! Die Perspektive... Ah, guck mal, die Perspektive ist aber ein bisschen blöd. Ich muss aber erstmal weiter... So. Ja, so ist gut. So ist das schön. Verbindung verloren, okay. Zum Spiel? Jupp. Ja, du bist aus der Gruppe raus irgendwie. Ich möchte erneut beitreten. Ja, bist wieder drin. Zack. Lädt aber, glaube ich, noch bei dir. Also die Meldung kam schon, aber sehen tue ich die noch nicht. Ja, ich bin noch im Ladebildschirm. Hey, jetzt sind Autos da. Jetzt sind plötzlich Autos da. Thank you. Bitte warte, bis alle Daten synchronisiert. Ja. Na warte, dann steige ich wieder aus. Ich komme damit eh nicht so klar. Ich werde jetzt, glaube ich, einen Fußgänger überfahren. Komm, wir tauschen. Du musst aber zuerst einsteigen, ich glaube, sonst. Genau. Und steige wieder auf die Fahrerseite. Jo! Dann. Können wir mal hochfahren. Bei mir war bei auf. Jetzt ist die Voice-Verbindung war jetzt auch sehr schlecht gerade. Hast du Discord? Das könnte gerade am Video gelegen haben. Also okay. Weil ich gerade das Video übers Handy aufgehabt habe. Ja, jetzt bist du wieder ordentlich zu hören. Hast du bei dir jetzt auch ordentlich Autos zu sehen oder? Jetzt sind die wieder weg. Jetzt sind die wieder weg. Ja. Das Navi verarscht. Na, du kannst durchfahren, aber da kommst links eigentlich, ist egal. Hier durch die Bäume kommst du. Ja, das scheint wirklich zu sein, sobald ein Spieler beitritt, dass die Autos weg sind. Weil als du raus warst, hatte ich ordentlich Verkehr zu sehen. Im Off-Topic? Okay, dann verschieben wir das nachher. Oder kannst du das schnell verschieben, Alex, bitte? Kann man das mit Video dann verschieben? Geht das überhaupt? Oh, jetzt hast du aber auch hier untergebaut. Sache, die Kurve und ich, wir mögen uns nicht. Okay, ja gut. Also du musst es nachher nochmal in einem anderen Kanal posten. In diesem Bilderkanal ist automatisch eingestellt, dass noch Bilder rein können. Da machst du es da drunter im Off-Topic. Gibt einen Kanal, der heißt Off-Topic, da kannst du dann dein Video reinposten. Ja. Alles klar. So.
Das ist der strenge Gabriel. Ist alles verboten bei uns. So. Ja. So, ich würde sagen, wir laden noch ab. Wir laden noch ab und dann ist das für heute dann auch Pumpe. Und dann, also wer Lust hat, ich spiele nachher um 22 Uhr nochmal so offline ein bisschen Call of Duty, denke ich mal, zum Abreagieren. Also ohne zu streamen oder so. Alex, falls du wieder Bock hast, ne? Kannst du ja, mitmachen. Schön. Ich gehe dann, ich wechsle dann, wenn wir hier gleich durch sind, wechsle ich noch auf World of Warships. Noch ein paar andere Spieler ärgern. Mach das. Ja, auf jeden Fall danke, dass du dabei warst wieder, ja. Ja, kein Ding. Immer wieder gern. Und dann quatschen wir die Woche, wann wir Sonnabend genau anfangen, ne? Ja. So, dass du pünktlich 19 Uhr definitiv fertig bist. Das kriegen wir alle hin. Das klingt gut. Oh, das scheppert nachher wieder ordentlich nach Kasse, ne? So, halt. Oh, da war's. Sitzt du drauf? Wollte mir gerade das Ding, wollte mir gerade den Haken fangen. Setz dich rauf, ruhig, stell dich rauf. Nee, bei mir ist hier nichts. Bei mir ist hier nichts. Ach so, dann ist das verbuggt gerade, ja. Weil hier ist eigentlich genau. Ja. Das Ding ins Moment. So, jetzt ist das Video im Off-Topic drin. Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das hilft mir sehr bei Twitch auch ein bisschen, ne, das auszubauen. Und dann, wie gesagt, morgen Abend 19 Uhr machen wir ein Helikopter-Video, wie Helikopter-Stream zum H145. Mal eine Frachtmission machen über den Editor. Und dann. Ja, werden wir so peu à peu anfangen mit irgendwelchen Projekten. Mit dem Landwirtschaftssimulator warte ich noch, bis die Platinum Edition rauskommt. Ich glaube, das ist dann übernächste Woche und dann werde ich halt eine große Multiplayer-Karte aufmachen, wo wir dann auch zusammen an meiner Farm dann irgendwie ein bisschen rumeiern können. Das wird ja witzig. Dann hast du Landwirtschaftssimulator auch? Nee, ne? Sascha? Ja, doch. Doch, mach dich schon mal darauf bereit, dass du da eine ganze Menge Mods runterladen kannst. Weil dafür gibt es eine Menge Mods. Ich hab den ja auch. Ich werde versuchen, aber so wenig Mods wie möglich runterzuladen. Also wirklich nur wichtige Sachen, weil die muss ja dann jeder, der mitspielen will, auch mit drauf haben. Ja, schon klar. Also so Autoloader vielleicht noch gerade so, aber jetzt werde jetzt nicht jeden kleinen Meter schon runterladen. Und sowas. Den finde ich. Na gut, Leute, dann tschüss. Ciao, ciao.